bin heute mal, bin jetzt tatsächlich auch mit Malaika nach Aschberg gefahren. Und ja, jetzt schauen wir uns hier mal ein bisschen um. War noch nie hier. Wird höchste Zeit, dass ich die Umgebung ein bisschen mehr kennenlerne. Auch nicht nur direkt um uns rum, sondern auch ein paar Kilometerchen weg. Und also der Ausblick ist ja schon mal total schön. Das Gute ist auch, dass es jetzt wirklich Nachsaison ist und es also wirklich total leer hier ist. Ich kann hier gerade richtig das Alleinsein genießen. Das ist wahrscheinlich auch von Vorteil, weil Malaika vielleicht doch tatsächlich noch ein bisschen gut riecht, obwohl er im Moment gar keine Anstalten macht. Und vielleicht braucht sie auch tatsächlich einfach Ablenkung, um nicht immer noch ihren Hintern hinzuschieben, was ja eigentlich sogar nach 3 Wochen auch recht unnormal ist. Süße. Wartet mal. Wartet mal. Gutes Mädchen. So, eigentlich geht das von hier aus bestimmt noch weiter. Aber da ja unsere süße Malaika in einer Woche schon 15 Jahre alt wird, werde ich jetzt mal lieber langsam umdrehen. Nicht, dass sie nachher doch noch schlapp wacht. Aber es ist schon total schön. Irgendwie ist das schon eigenartig. Wenn ich mir mal vorstelle, wie ich so doch früher irgendwie getickt habe und wie sich jetzt doch einiges ändert. Ich habe das so total genossen, den Spaziergang hier in Aschberg war das jetzt, glaube ich. Und dann haben wir doch die Hunde dann schon wieder in ihren Kisten. Und Malaika hat es super gut gemacht. Die ist so toll mitgelaufen bis zum Schluss. Und also in einer Woche ist sie 15. Und ich finde das so gemütlich, hier einfach so zu sitzen, die Seele baumeln zu lassen. Und im Moment denke ich richtig, ach, wäre das schön, wenn ich jetzt soweit alles wirklich dabei hätte. Bett, Toilette, einfach alles, was man so im, ja, in so einem Camper dann hat. Und tatsächlich,
Ja, ich glaube, ich komme mehr und mehr dahin, dass mir das wirklich gefallen würde. Vielleicht muss ich mir so ein Ding mal ausleihen und das tatsächlich einmal ausprobieren. Wer weiß, vielleicht werde ich doch die Globetrotterin schlechthin. Ja, ich träume irgendwie von Schweden, raus aus Deutschland. Mal schauen, wie es alles wird. So nach und nach, so langsam, peu à peu, wird man sich da vielleicht reinfummeln.